Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen, dem Kanal mit Tipps und Tricks rund um das wohl schönste Hobby der Welt. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt einmal zeigen, wie man solch eine Quaste oder auch Tassel selber machen kann. Viel Spaß! Wer mir schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich ja eher so der Klamottennäher bin und nicht ganz so im Taschen- und Accessoires-Bereich unterwegs bin. Nichtsdestotrotz soll es in diesem Video jetzt mal um ein ganz tolles Deko-Element gehen, nämlich solche Quasten oder Tasseln, die man zum Beispiel wunderbar an Reißverschlüsse an Taschen anbringen kann oder auch als Schlüsselanhänger. Solche Quasten gibt es fertig zu kaufen oder sogar auch Band, aus dem man dann entsprechend seine Tasseln oder Quasten selber basteln kann. Solltest du aber noch ein Stückchen Kunstleder zu Hause haben, kannst du dir auch ganz einfach selber basteln. Und genau das möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen. Mich würde außerdem nochmal interessieren, ob du mehr Accessoire-näher oder mehr Klamotten-näher bist und ob ihr vielleicht doch ein bisschen mehr Videos zum Thema Accessoires von mir haben möchtet. Also schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Und wenn dir dieses Video gefällt, wie immer Daumen hoch geben, Abo dalassen, Glöckchen aktivieren, denn dann verpasst du auch nicht, wenn es hier auf diesem Kanal wieder etwas Neues gibt. Aber jetzt erstmal ran an das Kunstleder. Für eine Quaste braucht man etwas Kunstleder in der Breite von 10 und in der Länge von etwa 25 cm, dann einen etwas längeren Streifen in der Breite von 1 cm, eine dicke Klammer zum Fixieren, einen Trickmarker, ein Lineal, eine Schere und etwas Textilkleber. Ich beginne damit, dass ich mir jetzt mit dem Trickmarker auf der linken Seite des Kunstleders eine Linie ziehe, und zwar etwa im Abstand von 4 cm. Und diese Linie hilft mir dann gleich, entsprechend die Fransen alle gleich weit einschneiden zu können. Jetzt nehme ich mir meine Schere und schneide in das breitere Teil mir entsprechend die Fransen ein. Hier möglichst exakt arbeiten, dass dein Schnitt wirklich an der eingezeichneten Linie endet. Jetzt nehme ich mir den Textilkleber und gebe hier auf diesen Bereich etwas Klebstoff auf. Jetzt nehme ich mir hier den einen Streifen, den ich habe, lege den einmal zusammen, sodass die schönen Seiten außen sind, und lege den mir hier direkt an den Anfang einmal so mit dazwischen. Das wird jetzt gleich meine Aufhängung werden. Und dann fange ich an, das Ganze einmal zusammenzurollen. Dabei schauen, dass diese Kante hier genau parallel hierzu läuft, dass man sich da nicht so eine merkwürdige Schnecke oder sowas dreht, sondern dass das wirklich oben eine glatte Kante ergibt. Am Ende dann ruhig noch ein bisschen mehr Klebstoff verteilen, damit das auch wirklich am Ende super gut zusammenhält und da nicht wieder aufgeht. Jetzt kann das Ganze mit einer Klammer fixiert werden und muss ein bisschen trocknen. Jetzt noch einen Ring oben durchgezogen und schon kannst du das entweder in einer Tasche anbringen oder als Schlüsselanhänger nutzen. Viel Spaß beim Nachmachen!